Hallo und herzlich willkommen zum Empowered Life Podcast. Dein Podcast für ein freies, echtes und kraftvolles Leben. Ich bin Heike Dittmers, Mindset- und Empowerment-Coach. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und da bist. Heute geht es ja um das spannende Thema Affirmationen wirken bei mir nicht. Was kann ich tun? Ich teile in dieser Folge sieben Tipps, was du tun kannst, wenn Affirmationen bei dir nicht wirken. Und ich glaube, wir kennen das alle, also ich zumindest kenne das, dass ich schon Affirmationen hatte, wo mein Verstand dann gesagt hat, nur das erstens glaube ich es nicht und zweitens habe ich mit der Affirmation irgendwie, kann ich die nicht annehmen. Und die Sache ist die, Affirmationen sind wirksame und kraftvolle Tools, das ist mittlerweile neurowissenschaftlich bewiesen. Sie helfen dabei, deine Neuroplastizität zu verändern, also dein Gehirn tatsächlich, und damit auch dein Denken, Fühlen und Handeln zu beeinflussen. Es gibt allerdings Situationen, in denen Affirmationen nicht wirken und sogar das Gegenteil bewirken können, nämlich dazu führen können, dass wir uns schlechter fühlen. Also, in dieser Folge erfährst du, warum das so ist und wie du das wirksam veränderst. Also, warum ist es so, dass Affirmationen manchmal sogar das Gegenteil bewirken können? Die Sache ist die, das Wichtigste, wenn wir Affirmationen nutzen, das sind ja positive, im Präsens formulierte Sätze, und der wichtigste Punkt ist, dass sie sich gut anfühlen sollen. Und das hat damit zu tun, dass das Unterbewusstsein hat den Großteil, bewirkt den Großteil unseres Denken, Fühlens und Handelns. Und es zeigt sich vor allen Dingen in Form des Nervensystems, also der körperlichen Reaktion und den Emotionen. Wenn du jetzt also sagst, ich bin liebenswert oder ich bin total fähig und du hast unterbewusst abgespeichert eine Überzeugung, die das Gegenteil besagt, also die davon überzeugt ist, dass es nicht so ist, und diese unterbewussten Überzeugungen und Glaubensmuster sind Schutzfunktionen. Dein Unterbewusstsein ist nicht gegen dich, sondern es ist für dich. Es hat aber irgendwann mal in deinem Leben die Erfahrung gemacht, meistens in den ersten 7 Lebensjahren. Zum Beispiel, wenn du jetzt den Glaubenssatz nimmst, ich bin nicht liebenswert oder ich bin liebenswert, und dann hast du die Überzeugung, ich bin nicht liebenswert, dann hat dein Unterbewusstsein registriert, für mich ist es sicherer zu denken, dass ich nicht liebenswert bin. Und deshalb sind Affirmationen auch so ein wunderbarer Bullshit-Detektor, weil sie dir eben genau zeigen, welche unterbewussten Überzeugungen und Glaubensmuster du noch hast. Und da kannst du dann zum Beispiel im Coaching wirklich gucken, hey, was sind das für Überzeugungen, die ich noch habe, und kann ich die Schritt für Schritt lösen? Das Gehirn will immer Harmonie. Und wenn ich jetzt also versuche, bewusst zu sagen, ich bin liebenswert, ich bin fähig, und im Unterbewusstsein ist das Selbstbild anders, dann erzeugt das eine kognitive Dissonanz. Das bedeutet einen inneren Widerstand. Und das fühlt sich kontrahierend, beengt an, im Gegensatz zu ausdehnend und energetisierend. Und da gibt es auch eine Studie zu von einer Psychologin Wood und Partner, die eben herausgefunden haben, dass Affirmationen auch gegenteilig wirken können. Und sozusagen wie ein Trigger wirken können. Und Trigger sind ja wiederum wunderbare Möglichkeiten, um zu gucken, hey, was habe ich da noch wirklich für altes Gepäck, das ich jetzt Schritt für Schritt auch wirklich loslassen kann. Denn diese tiefen unterbewussten Überzeugungen, also die Art und Weise, wie du die Welt siehst, haben nichts mit der Realität zu tun, denn sie spiegeln nur deine Wahrnehmung, deine Prägung und deine Weltsicht wieder, die sich über den Lauf der Zeit geprägt haben. Manche nennen das ja auch inneres Kind, diese unterbewussten Muster,
weil sie eben, das ist eine Metapher dafür, weil diese Prägung meistens oder die intensivsten Prägungen eben in der Kindheit stattgefunden haben. Ich persönlich, das ist aber meine persönliche Präferenz, mag den Begriff Unterbewusstsein lieber, deshalb benutze ich das hauptsächlich. Aber wenn es dir hilft, das als Bild, kannst du auch das innere Kind bezeichnen. So, was kannst du jetzt also in Form von Affirmation tun? Denn du kannst auch eben deine Affirmation anpassen, wenn du merkst, hey, ich habe diese kognitive Dissonanz, es fühlt sich nicht harmonisch, es fühlt sich für mich nicht stimmig an. Dann kannst du mit den Affirmationen ein bisschen anders arbeiten. Der erste Schritt ist, integriere das Gefühl, das du vermeiden willst, in deine Affirmation. Das bedeutet, die Sache ist ja die, unsere größte Angst, hat ja Marianne Williamson gesagt, ist, dass wir strahlen in unserem vollen Licht, in unserer größten Größe. Und warum ist das so? Weil wir dazu die alten Illusionen, die unser Ego aufgebaut hat, um uns zu schützen, auflösen müssen. Das bedeutet, dass wir aktiv Situationen aufsuchen müssen, integrieren müssen, die wir eigentlich vermeiden wollen. Und wo bisher eben die Überzeugung, die Glaubenssätze, die Glaubensmuster, unser Ego verhindert hat, weil es immer noch auf der Position ist, das ist halt bei unterbewussten Überzeugungen so, das Unterbewusstsein kennt keine Timeline, wenn da was emotional sehr stark aktivierendes war, dann ist es immer noch aktiv bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das lösen und sagen so, hey, das brauchen wir gerade nicht mehr. Und das kannst du tun, indem du aktiv diese Situation aufsuchst vor dem Gefühl, das du befürchtest, du Angst hast. Denn wie gesagt, meistens kannst du die Situation heute mit dem, was du heute hier und jetzt hast, super meistern. Nur dein Unterbewusstsein hat die Nachricht noch nicht ganz erreicht. In Form von Affirmation bedeutet das, sowas zu sagen wie, ich bin liebenswert und es ist für mich okay, wenn Menschen mich nicht lieben. Ich bin fähig und ich akzeptiere, dass Fehler zum Lernen dazu gehören. Ich bin gut genug und meistere alle Situationen, in denen ich es nicht bin. Ich bin stark und akzeptiere, dass es menschlich ist, auch mal schwach zu sein. Mir gelingt einfach alles und wenn ich scheitere, sehe ich das als Wachstum. Wenn du Affirmation so nutzt, also dir den Raum gibst, alle Aspekte deines Seins zu integrieren, dann kann dein Verstand das leichter annehmen. Wie gesagt, es kann auch hilfreich sein, diese Polarität, die entsteht, zu nutzen, um das tieferliegende Thema aufzulösen. Aber du kannst auf jeden Fall solche Affirmationen nutzen, um diese Gegenstimme zu integrieren und dadurch mehr und mehr in Balance zu kommen. Und denk daran, no one fits all. Also es ist wirklich bei Affirmationen so, vertrau dir. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur, gibt mir das mehr Kraft, bringt mich das mehr in meine Energie, bringt mich das mehr, also gibt mir das ein Gefühl von Weite oder macht es mich eher eng? Komme ich dadurch mehr in meine Kraft oder dimmt es meine Kraft? Der zweite Punkt. Nutze Affirmationen, die deine Entwicklung berücksichtigen und bestärken. Das sind die sogenannten Prozessaffirmationen. Die lenken deinen mentalen Fokus nicht auf das Ziel selbst, sondern auf deine Entwicklung, die dann Schritt für Schritt zu deinem neuen Ergebnis führt. Typische Elemente, die solche Affirmationen haben, sind solche Sätze wie mit jedem Tag oder Schritt für Schritt. Oder immer mehr und mehr. Ja, das sind eben diese Prozessaffirmationen. Und die sind anders als Zustandsaffirmationen, die dann eben sagen, ich bin fähig und mir gelingt einfach alles. Typische Prozessaffirmationen sind dann, mit jedem Tag werde ich fitter und fitter.
der Vorteil an diesen Prozessaffirmationen ist, dass du eben auch kleine Fortschritte bemerkst und bestätigst. Und das kann dein Gehirn gut annehmen, denn es ist stimmig. Anstatt zu sagen, ich bin liebenswert, kannst du dann sagen, ich liebe mich jeden Tag mehr und mehr. Hilfreich ist auch, neutralere Affirmationen zu nutzen, die sich für dich gut anfühlen und richtig anfühlen, wie ich bin auf dem Weg, mich jeden Tag mehr und mehr zu lieben. Solche Affirmationen und positiven Aussagen funktionieren deshalb so gut, weil sie deine inneren Überzeugungen und diesem inneren Perfektionismus keine Chance lassen. Tipp Nummer 3, wende Affirmationen an die Tatsachen beschreiben. Wenn ich im Coaching mit tief liegenden Überzeugungen arbeite und ich nicht nur das Bewusstsein, sondern auch das Unterbewusstsein anspreche, dann nutze ich die sogenannte Multilevel-Kommunikation, weil das Unterbewusstsein eine andere Sprache spricht als das Bewusstsein. Und ein wichtiger Faktor ist dafür, dass du den kritischen Verstand, das ist diese Brücke zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein, überwindest. Und das machst du, indem du Dinge sagst, die Tatsachen sind. Wie heute sitze ich hier. Ich nehme zum Beispiel gerade einen Podcast auf. Ja, oder ich schreibe einen Artikel, ich schreibe eine E-Mail, ich spreche mit meinem Klienten. Also Dinge, die du tust, vor dir zu wiederholen. Das klingt ein wenig komisch, es ist aber wirksam. Du kannst diese Tatsachenaffirmationen als Rampe nutzen, um mehr Zugang zu deinem Unterbewusstsein zu erhalten. Und ich nutze es auch manchmal, wenn ich merke, dass ich negative Gedanken bekomme, dass ich dann einfach, ich mache das meistens beim Yoga, ja, wenn ich eine Yoga-Praxis habe und dann kommt der Verstand mit irgendwelchen negativen Überzeugungen an, dann merke ich, oh, die Emotionen kommen hoch und dann nutze ich manchmal, um ein neutraleres Gebiet zu schaffen, einfach, dass ich dann sage, ah, ja, okay, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das innerlich, ja. Und das kann dann auch schon mal deinen Zustand aktiv verändern. Tipp Nummer 4, sei frei und nutze die verschiedensten Formen von Affirmationen, die du dir vorstellen kannst. Also Situationsaffirmationen, Handlungsaffirmationen. Ich laufe jeden Tag. Ich habe zum Beispiel gerade die Affirmation, ich gehe jeden Tag 10.000 Schritte und mache das auch meistens. Nicht jeden Tag, aber das ist mein Ziel. Ja, ich gehe, ich tue, ich mache, ich laufe, ich denke, ich fokussiere mich, ich bin. Wertaffirmationen sind auch sehr wirksam, da gibt es auch schon Studien zu. Also ich fokussiere mich auf meine wichtigsten Werte wie Freiheit, Liebe, Abenteuer. Da bist du wirklich frei und variiere, experimentiere und folge immer deiner Freude. Tipp Nummer 5. Das Unterbewusstsein reagiert auf Fragen. Das bedeutet, wenn du Fragen stellst, macht sich das Unterbewusstsein auf den Weg, Lösungen zu finden. Und das kannst du dir zu Nutzen machen, indem du Affirmationen als Fragen formulierst. Als Beispiel: Wie kann ich jeden Tag fitter und fitter werden? Warum habe ich den Partner für mein Leben? Wie kann ich mein Ziel erreichen? Was ist jetzt der eine nächste Schritt, der mich weiterbringt? Was liebe ich an mir? Warum ernähre ich mich gesund? Ja, und wenn du nach diesen Affirmationen ein bisschen Raum lässt und die wiederholst und mehrfach Fragen stellst und die Affirmation wirklich im ganzen Körper auch wahrnimmst und spürst und dir den Zielzustand vorstellst, dann bekommst du diese inneren Pings, ja, diese Eingebung. Ah ja, dies sollte ich tun. Da sollte ich mal anrufen und morgen sollte ich den Weg fahren. Das ist super spannend auch zu beobachten. Tipp Nummer 6. Liebe, was ist und nutze dein authentisches Körpergefühl.
Es geht bei Affirmationen nicht darum, die Realität zu verdrehen, sondern mit dir zu arbeiten. Das bedeutet, das zu nehmen, was da ist und auch vor allen Dingen die Empfindungen, die da sind. Aber du kannst sie natürlich positiv interpretieren, sage ich mal, ja. Es gibt eine spannende Studie von der Harvard Business School von Alison Wood Brooks und die hat herausgefunden, dass es wesentlich wirksamer ist, wenn du deine Körperempfindungen ehrlich positiv beschreibst, anstatt irgendwas zu behaupten, was nicht stimmt. Das macht ja auch total Sinn, ja? Das kennen wir alle. Wenn ich jetzt total Angst habe oder aufgeregt bin und mir dann immer sage, ich bin ruhig, dann sagt mein Unterbewusstsein, ja, du bist alles nur nicht ruhig, hör auf. Also es führt dann wieder zu dieser inneren Spannung, die dann wieder zu dieser kognitiven Dissonanz führt, ist nicht förderlich. Aber was kannst du tun? Körperlich ist Angst sehr nah verbunden mit Aufregung. Statt zu sagen, ich bin ruhig, kannst du sagen, ich bin aufgeregt. Oder du kannst sagen, ich bin energetisiert. Und in der Studie wurden Menschen tatsächlich gefragt, wie sie sich fühlen vor und nach öffentlichen Auftritten. Und es war tatsächlich so, dass objektive Beobachter sie als selbstbewusster und kompetenter wahrgenommen haben und sie sich selbst auch so fühlten. Also du darfst dein Unterbewusstes nicht für dumm verkaufen, aber du kannst einen positiven Fokus nutzen. Ja? Tipp Nummer 7, und das ist auch entscheidend, verbinde deine Affirmation mit Handlung. Ich kann natürlich 4 Wochen auf dem Sofa sitzen und sagen, jeden Tag werde ich fitter und fitter, aber spätestens an Tag 3 wird dann das Unterbewusstsein sagen, du machst ja gar nichts dafür. Und auch dann wird diese kognitive Dissonanz entstehen. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass was nicht im Alignment ist. Und das heißt, hier stimmt was nicht. Und wenn was nicht stimmig ist, ist es für dich das Zeichen, da was anzupassen und zu gucken, okay, mache ich die Handlung wirklich? Sind meine unterbewussten Überzeugungen im Einklang? Und auch dich wirklich zu fragen, wenn du Affirmationen formulierst, was bedeutet das? Wer bin ich, wenn ich so handle? Wer bin ich, wenn diese Affirmation meine Realität ist? Was tue ich, damit diese Affirmation Realität ist? Und da auch wirklich Handlungen dir zu überlegen und zu sagen, okay, und das kannst du dann wieder gleich in Prozessaffirmation verwandeln und sagen, okay, so wie ich das ja gerade versuche mit meinen 10.000 Schritten am Tag, ja, jeden Tag laufe ich 10.000 Schritte. Jeden Tag laufe ich 10.000 und dann merke ich so, heute zum Beispiel bin ich nicht 10.000 Schritte gelaufen. Morgen mache ich dann, ich laufe 20.000 Schritte. Nein, aber wirklich so zu gucken und das merke ich natürlich, ja, und wir sind ja nicht doof. Also unser Unterbewusstsein ist nicht doof. Unser Gehirn ist super darauf programmiert. Unser Gehirn wirkt für uns. Und das kannst du eben auch bei Affirmationen super, super gut für dich nutzen. So, jetzt hoffe ich, ich habe dich inspiriert, ein paar neue Ansätze zum Thema Affirmation für dich zu nutzen. Und ich freue mich, wenn du mir mitteilst, was du aus der Folge mitgenommen hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung des Podcasts. Damit steigerst du die Reichweite und es können noch mehr Menschen die Inhalte des Podcasts hören. Und ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Da wird es um das Thema positive Psychologie gehen, denn ich werde nämlich am Wochenende auf eine Konferenz fahren zum Thema positive Psychologie mit Martin Seligmann, das ist der Begründer der positiven Psychologie. Und ich freue mich schon sehr, weil ich finde, dass ja in der positiven Ausrichtung des Mindsets so viel Kraft liegt. Und ich bin mal gespannt, was er so zu berichten hat.
Also, bis zur nächsten Woche im Empowered Life Podcast, denn wenn du in deiner Kraft bist, ist die Welt in ihrer Kraft.